Hannes, ja, mein Name ist Jörg Bienert. Ich bin Partner der Alexander Thamm GmbH, zuständig für die Region West aus dem Büro in Köln und habe noch ein kleines Hobby als Vorsitzender des Bundesverbandes Künstliche Intelligenz und übergebe damit an den Andreas Hübner. Hallo, ich bin der Andreas Hübner. Ich bin Managing Data Scientist bei der Alexander Thamm GmbH. Bin hier verantwortlich für drei unserer Delivery Teams und in der Klammerfunktion auch verantwortlich für unseren Bereich Data Lab. Das sind im Prinzip alle Projekte und alle Kollegen, die sich insbesondere in der frühen Phase von Anwendungsfällen mit diesen befassen, mit Projekten befassen, bis hin zur Übergabe in die Skalierung. Vom Hintergrund her bin ich Wirtschaftsinformatiker und ich freue mich jetzt heute auf den Austausch mit Ihnen. Genau, und vielen Dank auch an die Teilnehmer für ihr Interesse an diesem spannenden und auch sehr aktuellen Thema, das wir in den nächsten 20 bis 25 Minuten vorstellen werden, auch so ein bisschen Interaktion da reinbringen, bevor wir dann anschließend noch ausreichend Zeit für eine intensive Diskussion der Themenstellung haben. Wir werden uns nach einer einleitenden Vorstellung die Datenprodukte nach verschiedenen Unternehmensbereichen anschauen, Umsetzungskonzepte betrachten, um dann auch zu gucken, wie können wir Strategien entwickeln innerhalb der Krise und dann in die Klärung offener Fragen und in die Diskussion eingehen. Sie haben während des ganzen Vortrags auch Zeit, im Chatkanal noch zusätzlich Fragen zu stellen, die der Johannes dann aufgreifen wird und die wir dann zum Teil auch während der Präsentation oder auch gesammelt im Diskussionsblock dann beantworten können. Dann warten wir auf das nächste Slide. Hier ist es. Genau, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Corona und Daten. Wie hinlänglich in der Presse ja auch ausgebreitet wurde, sind Daten bei der Bekämpfung der Pandemie ein Riesenthema. Sei es jetzt über die Analysen von Pandemieverläufen oder auch die berühmte Corona-App, die ja jetzt demnächst in Deutschland wirklich ausgerollt ist. In Frankreich ist sie heute ausgerollt worden, wo es ja einige Diskussionen um das Thema Daten gab. Aber die Pandemie ist heute nicht unser Thema, sondern wir beschäftigen uns mit der Frage, welche wirtschaftlichen Auswirkungen hat die Pandemie und wie können Daten und wie kann Data Science helfen, diese wirtschaftlichen Aufgaben und Herausforderungen zu meistern, die jetzt vor der viele Unternehmen oder fast alle Unternehmen stehen. Und da würde ich auch gerne die erste Frage an Sie richten und übergebe dann nochmal kurz an den Johannes. Die Frage, die wir klären möchten, ist, wie stark ist Ihr Business von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen? Und da können Sie jetzt klicken und uns mitteilen, das ist ja auch dann anonym, ob Sie gar nicht, nur wenig, mittel oder sehr stark von der Corona-Krise wirtschaftlich betroffen sind, Ihr Unternehmen. Und das schauen wir uns dann gleich gemeinsam an. Da geben wir Ihnen jetzt so 20, 30 Sekunden, um diese Frage kurz zu beantworten. Genau, ich sehe schon, die Antworten kommen rein. Ich lasse noch ein paar Sekunden offen. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein spannendes Ergebnis. So viel kann ich verraten. Ja, noch kommen Antworten rein. Deswegen lasse ich es noch kurz. Aber es ist auf jeden Fall eine klare Tendenz zu erkennen. Gut, dann mache ich jetzt mal zu und teile die Ergebnisse. Glaube, die könnt ihr jetzt sehen, oder? Genau. Ja, es ist, Genau. bestätigt sich also auch unsere Einschätzung, beziehungsweise das, was wir auch bei unseren Kunden und bei vielen Gesprächspartnern sehen, dass die Auswirkungen doch zum Teil sehr stark, aber zumindest sehr, sehr bemerkenswert sind
und wir letztendlich auf diese Herausforderung auch reagieren müssen. Und wenn wir jetzt wieder zu den Slides switchen, Sekunde, dann es stellt sich natürlich die Frage, an welcher Stelle kann man ansetzen, muss man ansetzen, um die Herausforderung dieser Situation zu meistern. Und wir haben diesbezüglich mal so eine etwas vereinfachte Wertschöpfungskette aufgesetzt und haben gesagt, also einerseits gibt es Themen im Bereich der Geschäftsführung und Strategieentwicklung, wie den Überblick von KPIs in verschiedenen Unternehmensbereichen oder die Modellierung möglicher Szenarien. Wir haben ganz neue Herausforderungen im Bereich Finanzen mit dem Realtime-Überblick über verschiedene Zahlen, den Cashflow im Überblick zu behalten, Zahlungsausfälle zu prognostizieren. Des Weiteren gibt es Themen in der Produktion, Logistik mit der Transparenz über die Lieferkette oder die Identifikation von Kennzahlen, Risikofaktoren. Der Vertrieb hat in vielen Bereichen große Herausforderungen, auch im Bereich Nachfrageprognose und der Identifikation von Faktoren, welche die Nachfrage beeinflussen. Und der Service, im Service bedarf es einer Entlastung des Kundenservice durch die erhöhte Nachfrage. Und da haben wir jetzt auch die zweite Frage nochmal an Sie. In welchen Bereichen dieser Wertschöpfungskette Sie denn die zentralen Herausforderungen in Ihrem Businessbereich sehen? Und da haben wir wieder 20 Sekunden Zeit, die kurz zu beantworten. Dann schauen wir uns die Ergebnisse anschließend wieder an. Genau, also es ist auch mehrfach Auswahl möglich. Und auch hier kommen die Antworten wieder rein. Ich lasse noch kurz offen und dann teile ich die Ergebnisse wieder. Ja, das ist ein ziemlich ausgeglichenes Bild. Führend ist der Vertrieb, was nicht überraschend ist, weil da es ja in vielen Branchen halt auch sehr starke Einbrüche gibt und man sich neuen Herausforderungen stellen muss. Und natürlich das gesamte Thema im Bereich Geschäftsführung, Strategieentwicklung ist der zweitstärkste Bereich, der betroffen ist und wo wir Maßnahmen ergreifen müssen, um die Krise zu meistern. Wie können Daten jetzt helfen, diese Herausforderungen anzugehen und durch die Rezession, die drohende Rezession zu kommen? Das Thema Digitalisierung ist ja derzeit auch schon in aller Munde, unter anderem auch bei den Schulen oder bei dem Thema Kommunikation, Webkonferenzen, was wir ja auch gerade machen. Da hat sich ja einiges in den letzten Wochen und Monaten geändert, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Aber auch gerade das Thema Daten wird immer wichtiger und die Wichtigkeit von Daten hat sich jetzt auch gerade in dem Thema, wie können wir die Krise meistern, herausgestellt. Die junge Dame hier rechts im Bild hat sowas selbst auch schon erkannt. Sie ist ja Physikerin und es ist immer erfrischend, da jemand in der Regierung zu sehen, der zumindest die Relevanz von solchen Themen erkennt. Von daher stellen wir uns jetzt der Frage, wie kann man das Thema Daten, die Auswertung von Daten und Data Science nutzen, um hier gut aufgestellt zu sein. Und als Data-Driven Company wollen wir nicht nur einen Wettbewerbsvorteil erzielen, sondern wollen letztendlich auch durch die Krise steuern in diesen vier Schritten, dass wir einerseits sehen, wo können wir Daten erzeugen, wo können wir zusätzliche Daten gewinnen, wie können wir aus diesen Daten Insights generieren, wie können wir diese Daten, diese Insights dann nutzen, um neue Erkenntnisse zur Effizienzsteigerung oder anderen Maßnahmen halt nutzen und wie können wir da auch, wenn die Krise dann zu Ende ist, wieder neues Wachstum generieren.
Und wir haben diese Maßnahmen jetzt mal in drei Bereiche unterteilt, die wir sehen als notwendig, die wir auch unseren Kunden anbieten. Das eine ist das Thema Datenprodukte. Dann schauen wir uns ganz spezifische Umsetzungskonzepte an, und dann gehen wir nochmal in den Ausblick, in die Strategieentwicklung, wie können wir gestärkt auch aus der Krise herauskommen. Bei den Themen Datenprodukte gibt es halt verschiedene Bereiche. Zum einen die sich dann auch wieder an der Wertschöpfungskette, so wie wir sie eben gesehen haben, orientieren. Zum einen geht es darum, in der Geschäftsführung den Überblick zu behalten. Und da haben wir halt zwei zentrale Maßnahmen. Die eine ist die Entwicklung eines Resilience-Dashboards, nämlich dass wir den wirklich Live-Überblick über die verschiedenen KPIs aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen ständig verfügbar haben, diese visualisieren und auch modellieren können, um so den Einfluss der Krisenfolgen auf das Unternehmen halt zu verstehen, zu analysieren und die richtigen Rückschlüsse zu ziehen. Darauf aufbauend kann man dann eine Szenarioplanung setzen, das heißt, dass man einen Schritt weitergeht und zusätzliche Parameter zum Beispiel über die zukünftige wirtschaftliche Gesamtentwicklung oder über Vertriebskettenszenarien, über Supply Chain-Szenarien versucht, noch besser darauf vorzubereiten, sich auf mögliche Entwicklungen, die vielleicht jetzt noch gar nicht so absehbar sind, und diese Auswirkungen dann zu modellieren und auch ganz konkrete Handlungsempfehlungen dann an die Geschäftsführung zu erzeugen, dass man, wenn gewisse Sachen eintreten, und wir wissen ja zum Beispiel alle noch nicht, ob es vielleicht mal einen zweiten Lockdown geben wird, dass man solche Szenarien wirklich vorhersagen kann, berechnen kann, die Auswirkungen berechnen kann, und dann direkt die Entscheidungen treffen kann, die da möglichst schnell umzusetzen sind. Der zweite Bereich dreht sich um das Thema Finanzkennziffern. Da entwickeln wir mit Kunden so etwas wie einen, wir haben ein Cash War Room Dashboard genannt, also wirklich in Realtime alle Finanzkennziffern zu erhalten. Wir erleben es halt heute immer noch, dass sehr viel mit Excel-Tabellen gearbeitet wird, die dann manuell erstellt werden, per E-Mail weiterverschickt werden. Und das ist natürlich überhaupt nicht geeignet, um solchen dynamischen Entwicklungen Rechnungen zu tragen. Hier geht es darum, wirklich in Realtime mit Realtime-Dashboards solche Entwicklungen zu beobachten, auch da wieder Handlungsalternativen zu erstellen. Unter anderem, und da haben wir jetzt mal ein ganz spezifisches Beispiel herausgepickt, wenn es um das Thema geht, wie sieht potenzieller Zahlungsausfall aus? Ja, wie haben sich Zahlungsmodalitäten oder die Liquidität auch von Kunden geändert, um vorherzusagen, wann gehen Zahlungen ein und wie sieht meine Cashflow-Situation im Einzelnen aus? Der dritte Bereich geht rund um das Thema Vertrieb. Hier haben wir auf der einen Seite die Herausforderung, dass wir idealerweise, so wie in der Vergangenheit, Vertriebsszenarien und auch Sales-Erfolge forecasten wollen. Nur haben sich da die Eingangsfaktoren halt geändert, was das Ganze nicht gerade einfacher macht. Und der zweite Punkt, der hier eine große Rolle spielen kann, ist, wie sieht es mit der mit der Churn Prediction aus? Inwiefern kann ich auch im B2C-Bereich identifizieren, welche Kunden abwanderungsgefährdet sind, und welche Maßnahmen kann ich ergreifen, um dieses zu verhindern und die Kunden weiter bei der Stange zu halten? Wir haben ein eigenes Software-as-a-Service-Modul und Lizenzmodul für das Thema Sales Forecasting entwickelt, das auch jetzt ganz individuell an diese Situationen angepasst werden kann. Da werden wir vielleicht gleich in der Diskussion noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Da haben wir noch mal so ein, zwei spezielle Aspekte, die gerade das Thema Sales Forecasting angehen. Bereich Nummer vier ist das Thema Supply Chain. Wir haben
gehört, dass es gerade durch die Internationalität der Krise, und das hat ja im Prinzip mit den Lieferschwierigkeiten aus China angefangen, dass es eine Herausforderung ist, zu analysieren, wie sieht meine Supply Chain aus, gerade im Bereich des Real-Time, der Manufacturing. Und da bieten wir Dashboards an, um lieferkettenrelevante Kennzahlen, Bestellvolumina oder auch die Situation bei Suppliern zu berücksichtigen, um da einen täglichen Überblick zu gewinnen. Ein weiterer Punkt ist das Thema Textanalyse zur automatisierten Klassifikation von Kundenanfragen. Hier geht es darum, Kundenanfragen zu kategorisieren, automatisch zu bearbeiten, und auch hier schneller agieren zu können, weil auch im Bereich der Kundenanfragen so eingeschlagene Wege vielleicht verlassen werden und eine sehr viel höhere Dynamik wieder zutage tritt. Das waren so die Bereiche, die wir Ihnen nochmal so ein bisschen näher erläutern wollten, die wir hier mit unseren Ansätzen nochmal auf einem Slide zusammenfassen möchten. Und da haben wir jetzt auch wieder eine Frage für Sie, nämlich welche, und der Janis kann das gerade mal aufblenden, genau. In welchen Bereichen derzeit bei Ihnen in dieser Aufteilung schon Projekte oder Überlegungen stattfinden, ob sich das in dieser Aufteilung oder in diesen Ansätzen, die wir Ihnen gezeigt haben, irgendwie widerspiegelt oder ob Sie vielleicht auch ganz andere zusätzliche Bereiche sehen, wo Daten Ihnen helfen, die aktuelle Situation zu bewältigen. Genau, ich würde sagen, die Umfrage lassen wir jetzt mal kurz länger offen, da es, glaube ich, einige Antwortmöglichkeiten gibt und man da auch erstmal nochmal drüber lesen muss. Warten wir mal eine halbe Minute bis Minute. Da kann man auch noch runterscrollen. Kommen noch Fragen rein, Janis? Ja, ein paar Antworten kommen noch. Ich warte jetzt noch 10 Sekunden und dann würde ich das zumachen. Mhm. Okay. Dann schauen wir uns mal die Ergebnisse an. Sehr spannend. Genau, es verteilt sich ganz gut. Szenarioplanung und Real-Time-Data-Dashboard sind aber auf jeden Fall ein bisschen vorne liegend. Ja, also was mich positiv überrascht, ist, dass wirklich sehr viel an Aktivitäten wohl schon stattfindet. Also das Thema keine Aktivitäten ist eindeutig auf dem letzten Platz. Und über die anderen Aktivitäten, die anderen Themen, die Sie da beschäftigen, da würden wir gleich gerne nochmal mit Ihnen in der Diskussionsrunde dann auch näher einsteigen. Jetzt haben wir aber direkt im Anschluss daran dann noch eine Frage, die wir jetzt aufblenden werden. Und zwar, welche Herausforderungen Sie bei der Umsetzung dieser Projekte, die Sie auch eben dann identifiziert haben, existieren. Auch hier können Sie mehrfache Punkte auswählen. Da würde uns interessieren, beziehungsweise uns alle interessieren, was so die stärksten Rotblocker und die stärksten Herausforderungen sind, die Sie aus dem Weg räumen müssen. Geben wir auch noch mal ein paar Sekunden mehr.
dann schauen wir uns jetzt gleich mal die Ergebnisse an. Ich lasse noch 5 Sekunden offen, wer gerade schon seine Antwort am Tippen ist. Und dann mache ich zu. Auch sehr interessant. Also führend ist hier knapp das fehlende Budget, was natürlich gerade dann in der Krise auch ein sehr kritisches Thema ist, wenn man dann auf der einen Seite schnell entscheiden muss und auch schnell Daten bereitstellen muss, auf der anderen Seite wahrscheinlich in einigen Unternehmen die Maxime hervorherrscht, jetzt müssen wir erstmal sparen. Unterstützung der Geschäftsführung ist immer wichtig und darin tragen wir ja auch, versuchen wir beizutragen in den Diskussionen, die wir mit unseren Kunden auf unterschiedlichen Ebenen führen, auch bei der Geschäftsführung die notwendige Sensibilität zu wecken, dass halt Daten und die Analyse von Daten gerade in solchen Situationen unheimlich wichtig sind. Dann haben wir ja fehlende Kapazitäten, fehlendes Wissen. Da werde ich gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Und wichtig ist natürlich immer dann auch nachweisen zu können, dass gewisse Projekte dann halt auch die entsprechende Relevanz und auch wirklich den Mehrwert haben. Dann gehen wir mal zurück auf die Präsentation und neben diesen einzelnen Produkten nochmal das Thema, wie kann man denn jetzt wirklich die Themen auch umsetzen und wie kann man sie schnell umsetzen? Und da haben wir jetzt auf Basis der Erfahrungen auch der ersten Wochen der Krise 2 Formate entwickelt. Das haben wir Data Task Force genannt und da haben wir auch ein passendes Bild zu gefunden, weil so hat sich das in der Praxis wirklich bewahrheitet, dass wir mit einem kleinen, aber schlagkräftigen Team wirklich mit dem Kunden zusammengearbeitet haben, dort zwar nicht vor Ort gelandet sind, weil das geht in Corona-Zeiten ja nicht mehr so einfach, aber in virtuellen Räumen gemeinsam gelandet sind, gearbeitet haben. Und die umfangreiche Erfahrung unserer routinierten Teams gepaart haben mit der Business-Erfahrung und den Anforderungen auf der Kundenseite, um dann möglichst schnell genau diese Dashboards und Erkenntnisse zu erstellen, die dann geholfen haben, gerade auch durch die ersten Wochen und Monate der wirtschaftlichen Veränderungen halt durchzusteuern. Ein zweites, noch schnelleres und spitzeres Unterfangen und Aktivität, die wir da erfolgreich eingesetzt haben, ist ein virtueller Hackathon. Der Hackathon ist ja auch gerade durch den umfangreichen und weltgrößten Corona-Hackathon, der zur Bekämpfung der Pandemie halt von der Bundesregierung oder mit der Unterstützung der Bundesregierung gestartet wurde, nochmal sehr populär geworden. Und es hat sich gezeigt, dass man ja durchaus da innovative Ideen entwickeln kann. Und sowas setzen wir halt ein, wenn es wirklich extrem schnell gehen muss und wenn vor allen Dingen auch noch nachgewiesen werden soll und getestet, überhaupt überprüft werden soll, ob man mit den Ansätzen, die wir eben beschrieben haben, wirklich Mehrwerte erzeugen kann, dass man innerhalb von wenigen Tagen eine Datenexploration macht, Use Cases analysiert und dann zumindest Erkenntnisse gewinnt, dass ein Vorgehen zum Erfolg führt und man da vielleicht ein bisschen mehr investieren muss, um wirklich auch eine produktionsreife Applikation zu erstellen, die dann auch, ich sag mal, im täglichen Regelbetrieb die Erkenntnisse liefern kann. Der dritte Bereich, der auch derzeit mittlerweile wieder sehr stark nachgefragt wird, ist, wie kann ich jetzt, wenn die Krise zu Ende ist und sich letztendlich so dieses gesamtwirtschaftliche Geschehen verändert hat, wie kann ich da meine Wettbewerbsposition steigern? Und auch hier spielen Daten halt wieder eine sehr,
zentrale Rolle. Und da gehen wir hin und sagen, also eine Digitalisierungsstrategie funktioniert eigentlich nicht, ohne dass wir gleichzeitig eine Datenstrategie haben, weil letztendlich geht es bei der Digitalisierung immer um Daten und die Daten sind das zentrale Element zur Umsetzung der Strategie. Deswegen ist es wichtig, hier entsprechend sich aufzustellen und auch zukunftsfähig aufzustellen, gerade mit den Erkenntnissen, die man vielleicht aus den Irrungen und Wirrungen dieser wirtschaftlichen Situation und der Krise halt gewonnen hat. Und der zweite Aspekt, der da eine Rolle spielt, ist dann auch eine umfassende Use-Case-Strategie zu erarbeiten. Wir erleben es oft, dass gerade im Data- und im Analytics-Bereich in der Vergangenheit viele Insellösungen entstanden sind, Fachbereiche, Einzellösungen entwickelt haben, die aber nicht untereinander mit anderen koordiniert sind. Und hier ist es halt wichtig, erstmal festzustellen, welche Aktivitäten gibt es, welche Bedarfe gibt es und dann unternehmensweit halt konsolidiert zu sagen, das sind zum Beispiel unsere Top 3 oder Top 5, Top 10 Kriterien beziehungsweise unsere 10 Use Cases, die jetzt ganz wichtig sind, um gestärkt aus der Krise herauszukommen und auf die wir uns konzentrieren wollen und die wir halt massiv umsetzen wollen. Was bieten wir jetzt ganz konkret an, um Ihnen da Unterstützung leisten zu können? Wir haben das mal ganz spitz auf drei zentrale Punkte fokussiert, die eben schon so angeklungen sind. Das kleinste Element wäre wirklich ein eintägiger Analyse-Workshop, bei dem wir uns mit Ihnen zusammensetzen und die Lage bezüglich der Punkte, die wir eben gesehen haben, genauer kundenspezifisch zu analysieren. Element 2 wäre ein Use-Case-Hackathon, der 3 bis 5 Tage dauern kann, je nach Aufgabenstellung. Und die Erfahrung zeigt, dass so ein Taskforce-Einsatz, wie eben beschrieben, circa in 2 bis maximal 3 Wochen schon wirklich Mehrwert liefern kann, Erkenntnisse liefern kann, die für die Bewältigung der Herausforderung schon von zentraler Bedeutung ist. Dazu gibt es noch exklusiv ein kostenfreies Expertengespräch für die Webinar-Teilnehmer, für Sie heute. Da können Sie uns auch im Nachgang sehr gerne ansprechen, wenn Sie gerne spezifische Fragen haben bezüglich Ihrer ganz individuellen Herausforderung. Da stehen wir dann für ein Call, ein Telefonat oder auch eine kurze weitere Präsentation. Wir können uns auch Sachen anschauen über eine Teams- oder WebEx-Session. Da stehen wir dann für Sie gerne zur Verfügung. Das war mal die Zusammenfassung dessen, was wir Ihnen in diesem Kontext anbieten können, um Corona zu meistern, die wirtschaftlichen Auswirkungen halt, die Herausforderungen anzugehen. Und jetzt stehen wir Ihnen in der nächsten 20 bis 30 Minuten sehr gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Unter anderem wird uns auch interessieren, welche weiteren Themen Sie beschäftigen, die nicht in unserer Übersicht, in unserer Terminologie noch nicht enthalten waren.